Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, zu unserem samstäglichen Verantwortungstreff. Seit etlichen Jahren die Gelegenheit, physisch zu einer Infoveranstaltung dazuzukommen oder per Telefon oder jetzt auch sogar per Internet-Videokonferenz dazuzukommen. Wir denken und reden über viel. Warum nicht ab und zu mal drüber nachdenken, ob es alles verantwortlich ist? Also über die Bedeutung von Verantwortung im ganz allgemeinen Sinne. Wir haben hier ein Kernteam jetzt gebildet, schon seit einigen Monaten, die sich auch als Experiment einer digitalen Kommune oder Kommunevorbereitung verstehen. Das ist der Dylan, der Luis und meine Unbedeutendheit. Und freuen uns immer, wenn alle möglichen anderen Leute dazukommen. Heute haben wir die Waltraut. Und wir machen das in der Form des Redekreises normalerweise. Also jeder kann 4 Minuten was erzählen in gleichbleibender Reihenfolge. Die Waltraut kann irgendwo, wenn sie will, einfach, wenn einer aufhört zu reden, dann sagen, jetzt möchte ich. Und dann ist sie da an dieser Stelle in die Reihenfolge auch mit eingebaut dann. Ja, Waltraud sagt gerade, sie möchte erstmal zuhören. Ganz frei, ne? Also wenn du irgendwas sagen möchtest, wir fragen zwischendurch auch mal, ne, ob du dazu schon was auch zu äußern willst. Okay. Ja, Jungs und Mädels, dann fangen wir an und ich gebe erstmal an den Dylan für den ersten Beitrag. Ja, da bin ich. Ja, liebe Fernsehzuschauer, Sie sehen hier ein Bild. Das ist die Diktatur der Sparten, in der wir leben. Jede dieser einzelnen Sparten in der Marktwirtschaft, ich muss hier nochmal draufdrücken, Sekunde. Ah, so rum. Dylan Jede. ist nicht gut zu verstehen. Du musst dich ein bisschen lauter machen. Ja, jede dieser Sparten. Jetzt besser? Aha, erstaunlich. Ja, natürlich. Ich sitze natürlich auch direkt neben dem Telefon. Aber ich mache es mal eine Spur lauter bei mir. Aber dann. Also, dieses Schaubild ist die Diktatur der Sparten. Das ist die Diktatur, in der wir leben, genannt Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft haben die einzelnen Sparten sozusagen leider eigene, jeweils eigene vorteilbringende Irrtümer evaluiert. Die Sozialsparten, die Weltsozialsparten oder NGOs, die Nahrungssparten, die Gesundheitssparten, die Waffensparten, die Alkoholsparten, die Tabaksparten, die Zuckersparten, die Behördensparten, die Arbeitsamtssparten, die Wohnungsamtssparten, die Mediensparten, die Politiksparten, die Journalistensparten, die Richter, Polizei, Staatsanwalt, Rechtsanwaltssparten und so weiter. Und jede hat eigene vorteilbringende Irrtümer entwickelt, die dazu führen, dass sie Profite auf Kosten der Restgesellschaft machen. Ja, zum Beispiel die Tabakindustrie hat vorteilbringende Irrtümer entwickelt. Tabak ist harmlos und hat sogar Professoren geschmiert und bezahlt und bestochen dafür, dass die auch gesagt haben, ja, Tabak ist harmlos. Und so wurde zum Beispiel das Tabakverbot kam viel zu spät, viele Hunderttausende Krebstote zu spät quasi, das Tabakwerbungsverbot und so weiter. Oder auch zum Beispiel im Moment hat die Zuckerindustrie hat lauter Professoren und Universitäten geschmiert dafür, dass die eben nicht offen sagen, Zucker ist ein gemeingefährliches Suchtmittel, das abhängig macht und alles zerstört im menschlichen Körper. Dafür hat die Industrie viel Geld bezahlt. Also die Sparten geben manchmal auch ganz bewusst viel Geld aus dafür, sozusagen die Universitäten zu bestechen,
dass sie weiterhin nie, keine Kritik am Zucker äußern. Ne? Und so hat jede Sparte einen teuflischen Einfluss auf die Gesellschaft und meistens ist der nicht bewusst. Bei der Zuckersparte gibt es auch bewusste Anteile, aber die meisten sind nicht bewusst. Und jetzt passiert aber das Entscheidende, dass die Bevölkerung von vorne bis hinten gehirngewaschen wird durch diese Summe aller dieser unzähligen vorteilbringenden Irrtümer. Also zum Beispiel der Gedanke, Zucker ist nicht so schädlich, kann man essen und so weiter. Dieser vorteilbringende Irrtum, der wäscht unsere Gehirne. Das ist, wirkt als Propaganda, wirkt als Massenmanipulation, als Gehirnwäsche. Aber die anderen Manipulationen sind noch viel schlimmer. Das dies mit dem Zucker ist ja noch harmlos. Und die Summe all dieser Manipulationen macht die Menschen geistig verwirrt, weil sie eigentlich überhaupt keinen Bezug zur Realität haben, sondern eigentlich lauter ja, manipulative Sprüche der verschiedenen Sparten im Kopf haben und das für ihr Weltbild halten, also für ein Weltbild halten. Dabei ist es wird, werden sie Weltbild gedacht, sie werden gedacht. Und das macht es jetzt so schwierig, dass wir, obwohl wir hier in dieser Talkshow das weltbeste Angebot haben, wir haben hier das einzige, die einzige wirkliche Chance, ein sehr viel glücklicheres Leben, sei es in einer Kommune, in einer Mehrgenerationenwohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft zu führen und dort wirklich glücklich, rundum glücklich zu werden. Und wir haben auf der anderen Seite das beste politische Konzept, die Gemeinwohlwirtschaft, die Gemeinwohlökonomie, die ja sozusagen im Europäischen Parlament diskutiert wurde, bei den Grünen, bei der SPD und bei den Linken. Und da gibt es ja jetzt endlich die Partei des Gemeinwohls, die PDG. Also wir haben alles zusammen. Wir haben das beste Angebot auf der Welt mit großem Abstand und die Menschen sind alle woanders, bis auf Waltraud jetzt heute. Die Menschen sind woanders und beschäftigen sich eben mit den Dingen, die sie weiterhin manipulieren. Und ich fürchte, jetzt meinen ersten Beitrag beende ich mit meiner Hauptbefürchtung. Ich befürchte, dass wenn man von Geburt an so durchmanipuliert ist, dass man eigentlich glückliches Leben noch nie im Leben kennengelernt hat, weil man von klein auf die Lebenslust unterdrückt wurde, sozusagen, dass die Menschen quasi so denken, ihr dahin vegetieren, also ich sage immer, wir alle vegetieren nur dahin in dieser Gesellschaft, weil wir gar nicht leben können unter Bedingungen der Marktwirtschaft. Aber die Menschen, die Masse der Menschen hält offensichtlich ihr dahin vegetieren für Leben. Und deswegen tun die nichts. Deswegen tun die gar nichts und interessieren sich nicht für die Sache. Und ja, ich gebe erst einmal weiter, weil ich habe natürlich noch viel mehr heute, aber weiter nachher. Und ich mache mein Mikro stumm. Öff, öff. Ja, ich bin da. Ja, danke schön, danke schön. Ja, ich bin auch fasziniert davon. Ich war es ja schon, als ich auf der Straße rumzog, jahrelang, so als Wahrheitspilger, wie ich das genannt habe. Und dann setzt man sich mit Plakaten hin und stellt so die wichtigsten Fragen. Also wer will noch verantwortlich leben? Wer träumt noch von Teilen ohne Gewalt? Oder manchmal war ich ganz frech. Dann habe ich hingeschrieben, wer will bei allem, womit man sich sonst ablenken kann, mal drüber nachdenken, was seine Seele eigentlich ist? Und dann laufen die Leute alle vorbei und greifen sich ihre Einkaufstüten noch ein bisschen fester, gucken ganz erschreckt. Und ja, dann weiß man, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass über das Wesentliche gerne nachgedacht oder darüber gerne gesprochen würde. Oder natürlich auch über solche Fragen wie, was ist jetzt der beste Ausweg? Wie könnten wir auf wichtigste Fragen und Probleme die besten Antworten finden? Also ich teile im Wesentlichen jedenfalls das, was der Dylan da gesagt hat. Wir bieten aus meiner Sicht als Allerwichtigstes
die Wahlmöglichkeit an, mit den Füßen quasi das System zu verlassen und in eine ganzheitliche Kommune, ein Kommune-Experiment zu gehen, wo der Dylan ja eine super Anzeige auch für gemacht hat, die wir immer weiter rumreichen jetzt so und gucken, wann die Massen so anfangen zu strömen. Das halte ich für das absolute super Top-Angebot, aber auch die Reformideen, die wir anbieten im jetzigen System. Also ich wüsste nicht, was einem Menschen leichter fallen könnte oder ihn so eher ansprechen könnte, als dass man sagt, lass uns als Reformkonzept doch mal genau hinschauen, wie gut es dir geht. Oder wodurch es dir ebenso immer besser gehen kann, wenn wir schauen auf dein Wohlergehen. Dass du selber uns angibst. Nicht jemand anders entscheidet, was dir gut tut, sondern du sagst einfach, wie gut es dir geht. Ich finde es ja total faszinierend, dass die Menschen sogar da jetzt nicht in Begeisterung ausbrechen. Für mich völlig klares Symptom einer Suchtgesellschaft, wo das, was sie wollen, für ihr eigenes Empfinden schon nicht das ist, was ihnen wirklich gut tut. Sodass sie sich selbst die Frage gar nicht richtig stellen wollen, tut mir das gut, was ich jetzt mache, oder was tut mir gut, oder ich gucke mal genau hin, wie geht es mir, geht es mir denn gut, oder unter welchen Umständen geht es mir mehr oder weniger gut. Da sind die gar nicht so drauf aus, weil sie eine Art von Spaßerfüllung für sich so, ja, ins Zentrum oder nach oben gestellt haben, wo sie versuchen wollen, sich dran festzuklammern und ein Scheinglück zu bekommen oder zu erhalten, weil das nutzt sich ja immer mehr ab und wird immer mehr in seiner Nichtigkeit durchschaubar. Und dann steigert man sich immer mehr rein und versucht, seine Lebenslügen irgendwie erträglich oder übersehbar zu machen. Ja, also finde ich total spannend. Im ersten Beitrag sage ich ja meist auch so, was ich so alles mache. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal. Jedenfalls zwischendurch waren wir ja auch mal bei Projektrundreise, auch in Köln. Da bin ich weiter dran. Also der Dylan, der ist ja da in Köln und ein paar andere haben wir da noch wieder kennengelernt. Eine Heide und ein paar andere. Und bisher halten die sich alle so, habe ich das Gefühl, an ihren einzelnen Aspekten fest und machen sich noch nicht so teamfähig wie möglich, dass man da jetzt gucken kann, also wo sind die Brücken alle möglich und wie kann man da jetzt was zusammenfädeln. Also mit dem Dillen geht, glaube ich, alles von den Kandidaten dort am einfachsten, weil mit dem Dillen kann man da über alles reden und gucken, was ist am vernünftigsten. Also insofern ist der Dillen da ein einfacher Mensch. Andere klammern sich mehr auch an irrationale Vorlieben oder Lieblingsaspekte, wo sie auch gar nicht so bereit sind, eben drüber zu reden oder sich in Frage stellen zu lassen. Und dann als letztes vielleicht in diesem Beitrag. Also ich bin ja in Hessen und kümmere mich hier um Projekte, habe gerade heute noch ein Zelt, auch ein Widerstandszelt hier geflickt, mal wieder auch nach Sturm, gegen die Naturzerstörung, Autobahnbau und so weiter. An einem der umkämpftesten Plätze hier der Widerstandsbewegung, also noch, ich glaube vor einer Woche oder so, tobte da die Auseinandersetzung nochmal, weil Öko-Widerständler die Geräte der Baumroder und Trassenbauer beschädigt und besprüht und so weiter haben. Größter Schaden stand in der Zeitung, da in der ganzen Geschichte der bisherigen Sabotageakte gegen solche Autobahnen. Und mittendrin steht da mein kleines Zeltchen als Symbol für die gewaltfreie Wahrheit als Schlüssel zur Rettung der Welt und der Situation. Okay, aber ganz besonders toll ist auch, ich habe aus Berlin, wo ich mich ja bemühe, dass dort der Faden auch des Widerstandsmodells, des Zeltcamps, des Demokratiefürsorgecamps, dass der hochgehalten wird, dass dieser Zeltfaden lebendig bleibt. Wo ich dem Louis danke, dass er da im Moment so die Minimalaufrechterhaltung ein Stück weit übernehmen möchte, übernommen hat. Aber jedenfalls, ich kann aus der Ferne da auch wieder was Gutes machen. Weil ich habe Antwort von einer Oberstaatsanwältin aus Berlin. Ich habe ja illegal gecampt und eine Strafanzeige gekriegt und die wollten sie dann einstellen später. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht, dass meine Strafanzeige eingestellt wird. Ich möchte einen echten Klärungsprozess, wo die Argumente jetzt mal angeschaut und geprüft werden. Ich werde mich nicht abfinden, damit das ein Zeltcamp nicht zugelassen wird. Und hat lange gedauert und jetzt bekomme ich Antwort von der Oberstaatsanwältin. Sie könnte das doch nicht aufheben, diesen Einstellungsbescheid. Und ich könnte den von mir gewünschten Klärungsprozess doch leider auch nicht auf so einem Wege dann finden,
Und da bin ich jetzt die ganze Zeit schon am Grübeln, wie ich da gut antworte, weil ich werde natürlich sagen, gute Frau, ich fühle mich ein Stück weit verstanden von Ihnen, aber dann helfen Sie mir bitte. Wie kann ich diesen Klärungsprozess denn finden? Ich kann mich nicht damit abfinden, insofern werde ich weiter illegal zelten. Also ob wir dann diesen Strafprozess gegen mich fortsetzen oder ob es dann zu weiteren Vorkommnissen solcher Art kommt, weshalb das Ganze wieder aufgebrüht werden muss. Jedenfalls werde ich die Nichtgenehmigung so eines Demokratiefürsorgecamps, Zeltcamps nicht akzeptieren und die mit gewaltfreiem Widerstand da das tun, was ein Klärungsprozess voranbringen will. Ne? Da werde ich natürlich dazu sagen, obwohl ich selbst ja auch traurig bin, dass alle möglichen alternativen Leute durch die ganze Welt rumgeistern und wir hier nicht mehr Leute haben, die an der wichtigsten Stelle einfach mit da sind und ein Minimum mit beitragen, damit hier diese Fahne hochgehalten werden kann. Okay, damit gebe ich weiter. Und wir fragen mal die Waltraud. Waltraud, hast du Bedarf, schon im Moment was zu sagen? Waltraud möchte. Also Waltraud sagt, ihr Wohlergehen ist in Ordnung. Sie kann nicht meckern. Na, das wäre noch was, worüber sich auch sicherlich zu sprechen lohnt, weil wie glücklich ist ein Mensch oder woran macht er denn sein Glücklichsein fest? Das ist eine total spannende Frage. Aber gut, eigentlich ist der Reihenfolge nach dann ja jetzt der Louis dran. Also Waltraud, wenn du den Louis erstmal hören willst jetzt, dann können wir jetzt den Louis. Also Louis, alter Held, sprich. Ja, danke schön, danke schön. Also, ich bin bei meinen Eltern und jetzt, wo die Möglichkeit, meine Wohnung aufzugeben, greifbarer ist, ich möchte die aufgeben, um gefahrenlos oder um aus dem Staat austreten zu können, ohne dass dann die Wohnung einfach ins Nichts gepfändet wird. Würde mich auch nochmal interessieren, wieso der Öffi das genau befürchtet. Ebenso würde mich interessieren, wie der Öffi den Uwe einschätzt, der sich ja selber als staatenlos einschätzt. Aber das Luis, fände du ich gut, bist dass die. super leise. Versuch mal mehr ins Mikrofon zu sprechen. Ja, danke. Also ich habe das Mikrofon in derselben Position. Ich mache jetzt noch etwas mehr Lautstärkeanstrengungen. Also, naja. Mich würde, wie gesagt, interessieren, was es da alles für Facetten von Staatenlosigkeit scheinbar gibt, die dem Öffi bekannt sind. Jedenfalls ist mir das Königreich Deutschland untergekommen, wie die meisten von euch auch schon wissen. Und da sehe ich die kleine Hoffnung, dass das möglicherweise ein angemessener Alternativstaat sein könnte. Ich habe schon vernommen, dass der Öffi und der Dillen das kritischer sehen. Die ganz, ganz exakte Begründung finden wir wahrscheinlich noch gemeinsam. Ich nehme an, je mehr man sich damit beschäftigt, umso exakter kann man begründen. Ja, und ansonsten kann man ja scheinbar seinen eigenen Staat ausrufen. Der Öffi redet ja davon, dass Terranier die überzeugendste Variante wäre. Also solche Sachen fände ich sehr interessant zu erfahren oder zu besprechen. Und ich kann mal erzählen, bei dem Königreich habe ich das so verstanden, dass es so ist, dass in jeder Gemeinde die Leute, die aus dem Volk gewählt wurden, um organisatorisch zu wirken, also man könnte sie Politiker nennen, dass die die Konzepte von wem auch immer sie überzeugend finden. Ich hake nur mal kurz ein. Du sprichst meist in guter Lautstärke, aber dann geht der Mund vom Mikro wieder ein bisschen weiter weg. Das merkt man immer ganz deutlich. Also wenn du so richtig kontinuierlich nahe dran und in der gehobenen Lautstärke sprichst, ist es gut und kann die Waltraut auch was davon haben. Also einfach nur konstant bleiben. Gut. Ja, also danke für das Feedback. Es ist nicht so, wie du vermutest, Öffi, mit dem Mikro, aber ich kann nachvollziehen, dass der Effekt da ist, dadurch, dass meine Stimme nicht ewig gleichbleibend ist. Jedenfalls, ich habe so verstanden, wenn jetzt eine Gemeinde in diesem Königreich irgendein Konzept
überzeugend finde, zum Beispiel das von Dylan, die vielen Konzepte von Dylan, dann könnten die die einsetzen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass diese Ordnung, die da etabliert ist, letzten Endes das Ziel hat, dass die Menschen so vernünftig werden, dass die Ordnung überflüssig wird. Natürlich besteht die Gefahr, dass das alles nur Worte sind, ernst gemeint oder nicht ernst gemeint, aber vielleicht sogar, wenn sie ernst gemeint sind, dass sie dennoch irrelevant bleiben. Ja, und am 13.11. ist der nächste Tag der offenen Tür. Der 30.10. ist schon ausgebucht. Da habe ich mich angemeldet, werde ich wahrscheinlich hinfahren. Lutherstadt Wittenberg, nicht so weit von Berlin. Wahrscheinlich werde ich da mit gemischten Eindrücken auch nicht viel schlauer sein als vorher. Ja, ansonsten übe ich mich darin, Verständnis für meine Gesprächspartner zu haben, auch wenn die sehr unwohlwollende Meinungen über mich hegen. Das klappt besser als jemals mit meiner Familie. Mein Vater denkt, dass ich alle nur gegeneinander ausspielen will mit meiner aktuellen Macke, dass ich nur Sachen esse, die weggeworfen würden sonst. Naja, also ein kleiner Fortschritt. Und damit gebe ich an die Waltraud oder an den Dillen, je nachdem, ob du reden möchtest, Waltraud. Dankeschön. Ja, dann ich glaube... Waltraud will wohl was sagen, habe ich das Gefühl. Nein. Gut. Oder weiter. Dann mache ich weiter, ja? Warte mal, Dillen, ja. Ich muss auch die Lautstärke immer dann regulieren. Waltraud hat Nein gesagt. Waltraud, du hörst weiter zu, okay? Richtig. Okay, alles klar, super, dann mache ich unser Mikro aus. Und Dillen kann lustig. Louis auch Mikro aus, ja? Alle Mikro aus? Gut. Liebe Fernsehzuschauer, ich werde nachher auch schildern, ich werde im Laufe des Abends Ihnen auch noch ein Bild vom viel besseren Leben schildern, in der Hoffnung, dass Sie dann vielleicht erkennen, dass Sie bisher nur dahin vegetieren. Ja, Königreich Deutschland, da habe ich gerade eine E-Mail hingeschickt gehabt wegen Teilnahme an Talkshows und ich kriege Antwort von der uns allseits bekannten Manu. Ich spreche nicht weiter, aber ihr wisst alle, wen ich meine. MK, ja. Und das heißt, die hat da offensichtlich sehr viel zu sagen im Königreich. Und wenn sie da sehr viel zu sagen hat im Königreich, dann ist das Königreich inkompetent insgesamt. Ich habe jetzt mehrere Videos vom Königreich gesehen und da wird nur ein zweiter Staat aufgebaut, der genauso schlecht ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Also ich sehe da nirgendwo echte Gemeinwohlwirtschaft, sondern eigentlich nur unbrauchbare Gemeinwohlwirtschaft. Die menschliche Welt, diese Partei hat auch ein Video veröffentlicht, Gemeinwohlwirtschaft, wo sie sozusagen ein Programm zur Staatszerstörung eigentlich vorstellt. Also man kann auch das unter Gemeinwohlwirtschaft verstehen, die Selbstzerstörung des Staates und so weiter. Also das heißt, es gibt auch unter der Idee der Gemeinwohlwirtschaft jeglichen Unsinn und das Königreich und die menschliche Welt gehören eben leider auch dazu. Na? Und dann will ich jetzt aber nochmal erklären, liebe Zuschauer, warum wir hier das Weltbeste für Sie sind oder das einzig gute Angebot auf der Welt. Weil wir hier den Herrn Diplom-Theologen Jürgen Wagner oder Öffi haben, der eben die geisteswissenschaftlichen Zugang hat, den sollte er gleich auch nochmal lieber selber beschreiben, aber der so darauf hinausläuft, für mich als Naturwissenschaftler eher am ehesten zu fassen, als dass er die Neugier und die Neulust, also die Lust des Hirns am richtigen Denken sozusagen, als das denkende Tier sozusagen, da eine Hauptglücksquelle des Menschen sieht und ich als Naturwissenschaftler gehe mit einem ganz, also beide, das, was uns gemeinsam ist, Öffi, also Herrn Wagner und Weltrat und Next Scientists for Future und Dylan, was uns gemeinsam ist, dass wir alles für die Weltrettung tun.
aber aus völlig unterschiedlichen Motiven heraus. Ja? Ich lese jetzt mal vor, warum ich, also, aber entscheidend ist, dass wir alles für die Weltrettung tun und für ein besseres Leben aller Menschen, aber aus unterschiedlichen Motiven. Ich sage jetzt mal, ich glaube zum ersten Mal, meine naturwissenschaftliche Motivation. Und zwar beginne ich damit, dass ich sage, ich lese mal vor, ich bin ein knallharter Egoist und will deshalb die Welt retten. Und ihr Leben, liebe Zuschauer, viel gesünder, glücklicher, länger machen, damit ich mit ihnen am Ende viel besseren Sex haben kann als sonst. Denn nur mit gesunden, glücklichen, vor guter Laune strahlenden Frauen macht das Liebesleben richtig Spaß. Und nur in einer gesunden Welt, wo es keine Kriege gibt und so weiter, ja? Also wir zum Beispiel jetzt auch in der politischen Weg mit der Partei des Gemeinwohls, gucken Sie mal, wenn ich auf der Straße bin und die ganzen kranken Gestalten regelrecht dahinschlurfen sehe, was soll ich mit solchen Menschen, besonders Frauen in der Kommune? Das macht mir keinen Spaß. Deswegen, aus purem Egoismus will ich, dass die Menschheit gesundet und dass die Erde gesundet, dass es auf der Erde keinen Krieg mehr gibt, dass die Hausarzt-Gesundheitskommunen zum Beispiel Massagekurse und Kuschelpartys mit anbieten und so weiter, ja, dass man Menschen sich wieder überall näher kommen. Übrigens stellt sich dann auch die Frage, so Luis und Antonia zum Beispiel, da gehe ich nachher noch drauf ein, ob man daraus nicht jetzt eine besonders glückliche Kommune haben machen könnte, ja. Ja, ich lese mal weiter, so noch ein paar Sätze hier. Ich opfere mein Leben für die Weltrettung, weil aus knallhartem Egoismus halt heraus. Ich will total glückliche, gesunde, sexy Frauen in meiner Kommune und in meinem Bett. Das geht nur in einer gesunden, auch kriegsfreien Welt. Ja? Also aus reinem Egoismus opfere ich mein Leben für die Weltrettung, weil ich was davon haben will. Weil es mir eben nicht reicht, wie anderen Menschen zu sagen, ich hole aus den anderen Menschen möglichst viel Kohle raus durch Zuckerprodukte und mehr geht nicht. Glücklicher kann ich nicht werden. Ich weiß, dass ich, wenn ich Kohle raushole durch Zuckerprodukte aus den Menschen, dass dann alle Menschen gesundheitlich zerstört werden und ich dann eigentlich sowas wie eine glückliche Kommune ja nie erleben werde. Aber die Menschen, die durch Manipulation ja das Dahinvegetieren gewöhnt sind und in einer monogamen Ehe leben, die sagen, ich kann ja sowieso nichts mit gesunden Frauen außerhalb anfangen, da kann ich die also auch ruhig alle mit Zucker vergiften, weil das macht doch nichts. Ich habe ja eh nichts von, ich erlaube mir ja sowieso nicht mehr als diese eine Frau. Aber ich erlaube mir halt eine Kommune mit 120 Menschen, davon vielleicht 40 Frauen, und ich erlaube mir auch, mit denen allen ins Bett gehen zu wollen, und dafür brauche ich zuckerfreie, gesunde Frauen. Ne? Also so ist der naturwissenschaftliche Egoismus sozusagen. Ja? Und ja, ich versuche mal jetzt ein Ende für diesen Beitrag zu bringen. Also ich muss noch nachher auch darauf eingehen, wie der Luis und die Antonia vielleicht den Weg, aber ich werde generell sowieso mal schildern, wie nicht nur der Weg zu der idealen Kommune ist, sondern wie generell das Bild eines richtigen Lebens, sei es durch Gemeinwohlwirtschaft oder durch Kommunenbildung, wie wirklich glückliches Leben aus naturwissenschaftlicher Sicht eben aussieht. Und wir haben ja eben aber auch den Öff noch für die geisteswissenschaftliche Blickperspektive und diesen Willen zur Weltrettung und zur Verbesserung des Lebens aller Menschen. Ja, ja, ich gebe mal weiter, bevor ich dann in der nächsten Runde dann eben auf die fehlenden Punkte noch alle gründlich eingehe. Ich mache mein Mikro leise für Öff.
Ja, danke schön an die Vorredner. Und also ich gucke immer auf das Gemeinsame und Verbindende für die entscheidende Aufgabe oder das entscheidende Ziel, was wir haben. Das entscheidende Ziel muss sicherlich sein, global denken, lokal handeln. Und zwar in einer Krisensituation, wo unsere Zentralsteuerung in Frage steht als Menschheit und wo auch alles schiefgehen kann. Also wo wir den Karren auch voll gegen die Wand knallen können. Und die Gefahr ist greifbar. Also insofern müssen wir uns da fragen, wie kann die nötige Kraft freigesetzt werden für eine Heilung des Gesamtgeschehens? Also dass da eine grundsätzlich vertrauenswürdige Entwicklung zustande kommt. Und ja, also wenn der Dylan dabei mitmacht, also mit dem naturwissenschaftlichen Hintergrund, dass erfüllte Sexualität für ihn nur in einer friedlichen Welt mit glücklichen Menschen so richtig zustande kommen kann, okay, ist eine Motivation. Wenn jemand anders sagen würde, Sexualität ist für ihn gar nicht so wichtig, sondern er hat mehr erfülltes Leben durch Essen, ist ja auch eine sehr biologische Grundkonstante. Und deshalb muss er auch eine heile Welt um uns herum haben, weil sonst kann er nicht friedlich essen und hat keine gesunde Nahrung und so weiter. Würde ich sagen, jawohl, komm und schmeiß deine Power voll mit in die Waagschale, dass wir hier alles tun für die verantwortliche Welt. Natürlich füge ich gerne, wie der Dylan das beschreibt, die geisteswissenschaftliche, philosophisch-theologische Dimension mit hinzu, wo das Bindeglied zur Biologie ja noch ist, dass wir da ja auch als das animal-rationale, das denkende Tier oder denkende Wesen klassifiziert werden. Also es kann für diese Aufgabe auch das an uns höchst entwickelte, ja, die höchst entwickelte Eigenschaft mit aktiviert werden, von der ich auch glaube, obwohl alles andere auch gut integriert werden kann, genussreiches Essen, genussreicher Sex, die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune, aber die Erfüllung durch die Geistes- und Seelenentfaltung, gemeinsame Geistes- und Seelenentfaltung, dieses Aufgehen im Ganzen, was uns dadurch in einer Weise möglich ist, wie keinem anderen Lebewesen, also dieses Bewusstsein so explodieren zu lassen. Ja, also wo der Dylan auch, also wie nennt er das, den Einheitsrausch, den man manchmal spüren kann, kosmischen Einheitsrausch oder sowas. Und ich nenne es im Aufgreifen eines Konzeptes der Entwicklungspsychologie, des sogenannten Post-Conventional Levels, nenne ich es, den Begriff positiv füllend, das Spirit Identification Level, wo der Mensch sich mit seiner Vernunft, Seele, seinem Geist oder seiner Seele identifiziert und das in vollem Umfange auslebt. Ja, ein kleines Wort zu Königreich Deutschland oder zu den Fragen, die der Louis angesprochen hat. Louis, wenn du aus dem Staat so aussteigst, wie ich es als nötig erachte, dass man wirklich hingeht und sagt, hier habt ihr meinen Mitgliedsausweis zurück und ich trete ebenso auf eine auch für äußere Beobachter, für das Marsmännchen oder wer auch immer drauf schaut, redliche Weise aus der Mittäterschaft heraus, also dass ihr nicht mehr eine Begründung habt zu sagen, ihr könnt in meinem Namen verheerende Entscheidungen treffen oder eben ein Herrschaftssystem aufrechterhalten, was den Menschen die Entscheidung gar nicht zugesteht, ob sie dazugehören wollen oder nicht. Also wenn man diese Klarheit auf den Tisch legt gegenüber dem Herrschaftssystem, dann ist das der Schritt in die Illegalität und man muss damit rechnen, dass sie dementsprechend versuchen, einen anzugreifen. Und man hat dann keinerlei, ja, oder sagen wir es so, die Grundlage für den Rechtsschutz, die Grundlage für den Schutz auch des Eigentums, ist nicht gegeben. Und der Staat könnte in seinen Gegenmaßnahmen gegen einen Menschen, der so ausschert aus dem System, könnte er ziemlich beliebig mit auch ja, staatsgewaltsamen Gegenmaßnahmen vorgehen. Also die haben mir damals, als ich mit dem Plakat auf der Straße saß, haben die gesagt, okay, auf ihrem Plakat stehen einige illegale Sachen, zum Beispiel hier eventuell Land zu besetzen, wenn es einem nicht freiwillig als Anteilsrecht an Mutter Erde zugestanden wird und so weiter. Auch, dass sie andere auffordern, hier so auch aus dem Staat auszutreten, eventuell sogar Geld zu vernichten und was weiß ich.
Also wir können sie für 24 Stunden mitnehmen zur Feststellung ihrer Identität. Bei Verdachtsmomenten länger. Verdachtsmomente haben wir. Sie könnten sich darauf gefasst machen, dass wir sie dauerhaft festsetzen könnten und dass wir ihnen eben wegen bestimmter Straftatbestände Prozesse machen können. Und dann ist das verbunden mit Geldstrafen, wo man sich an ihr Vermögen hält, oder Gefängnisstrafen, ne? Sie wissen, da gibt es dann zum Teil auch noch die Möglichkeiten, dass das eben durch Einziehung von Mitteln, über die sie noch verfügen, ausgeglichen werden kann. Ja, also das erzeugt halt eine rechtliche Situation, die so unsicher ist, also was jetzt da ein geordnetes Aufrechterhalten von Vermögensverhältnissen angeht. Naja, das muss dann jeder für sich beurteilen, wie er da sich zu einstellt. Was das Königreich Deutschland angeht, ich werde da ja im Forum, also herzliche Einladung an alle Zuschauer und an alle, die wir hier im Kreis sind, ne? Also meine Hauptaustauschebene soll das Internetforum werden, was die erste zensurfreie Austauschplattform darstellen möchte. Heißt www.freie-argumente-kultur.de. Also freie-argumente-kultur.de. Kommt dahin, wenn ihr so geordnet und intensiv und gründlich wie möglich mit mir die Fäden verfolgen wollt. Aber da habe ich ein Thema eben auch zum Königreich Deutschland und habe da, wie auch an anderer Stelle schon gesagt, man kann einfach hingehen und kann sagen, liebe Leute, wie sieht es denn aus? Guckt mal hier, die Schenker-Bewegung sagt, global denken, lokal handeln, dafür das nötige Planen in freier Argumentekultur und dann menschheitsfamiliär miteinander teilen. Auch wenn ihr sonst noch anderes macht, aber würdet ihr das als integrierbar für euch betrachten, ohne dass ihr dann dazwischen funkt und das doch nicht wirklich in der Art sich entwickeln lasst? Also das, was sie jetzt haben, ist nicht in dieser Radikalität freie Argumentekultur, ist nicht in der Radikalität, wie Schenker bewegen oder als Potenzial auch Terrania sich die Menschheitskonsenskommune Konsensdemokratie vorstellen. Und ihre Wirtschaftsform, wenn du genau hinschaust, Luis, ist auch nicht menschheitsfamiliäres Teilen, sondern die haben dann halt Unternehmen mit Verdienst und mit bestimmten sozialen Ausgleichsmechanismen. Aber es ist noch was anderes als unsere Vorstellung der familiär teilenden Kommune. Okay, so viel mal noch hier, ne, im Forum ausführlicher, und damit gebe ich erstmal wieder weiter. Waltraud, willst du was sagen? Waltraud, hör zu. Dann ist der gute alte Luis wieder dran. Luis, alter Held, ich stelle dich auf laut oder lautestens. Sei so konstant wie möglich mit dem Mikro zwischen den Zähnen und dann geht das schon. Ja, danke schön, danke schön. Also, ich sehe nicht, warum das Königreich dazwischen funken sollte, wenn du mit Leuten teilen willst oder wenn irgendjemand anders teilen will. Und menschheitsfamiliär sind sie auch unterwegs, beziehungsweise wollen halt die ganze Welt mit ihrer funktionalen Verfassung beglücken, die ja angeblich an den Schöpfungsgesetzen orientiert ist und deswegen klappen muss, höchstwahrscheinlich. Und sie gehen ja auch von diesem chinesischen Arztprinzip aus. Wer heilt, hat Recht, sagen sie. Und also ich sehe da zumindest im Wort sehr viele Überschneidungen auch zu Dillen. Und die E-Mail, die ich dorthin geschrieben habe, hat auch die MK beantwortet. Ja, die haben allerdings zum Beispiel in der Fernsehsendung, Luis, in der Fernsehsendung, die sie gebracht haben, haben sie wirklich ihr Gesundheitswesen dargestellt, als gäbe es dort keine Spur an Leistungsmessung, als wäre es eigentlich völlig egal, was der Zahnarzt bringt. Also das chinesische Prinzip beinhaltet ja diese Leistungsmessung. Je besser der Arzt, desto mehr Belohnung. Ja? Und das kann ich beim Königreich Deutschland bis jetzt überhaupt nicht erkennen. Ja, ich bin auch, ich wäre sehr überrascht, wenn die all deine Konzepte schon umgesetzt haben. Und ich bin auch, also es wird davon abhängen, wie sie reagieren. Also wie vertrauenswürdig ich die empfinde, wird davon abhängen, wie sie auf
Verbesserungsvorschläge reagieren. Und dann wird sich halt noch die Frage stellen, also ist es quasi ein zu schlechter Start, um ihm beizutreten, oder ist es eine gute Übergangslösung, oder ist es vielleicht sogar gut genug? Und jetzt ist es gerade ein bisschen schwer, mich zu sortieren. Ja, also jedenfalls, aus meiner Sicht, Dylan, bist du recht schnell bei der Formulierung, dass irgendein Staat absolut ins Verderben steuert, und du siehst ja auch dein Konzept als das einzig Funktionale. Insofern habe ich die Hoffnung, wenn man das mal sehr genau anschaut, dass ich vielleicht zu einem anderen Eindruck komme und dass ich vielleicht mit bisschen, nicht blöd gemeint, aber mit bisschen diplomatischeren Tönen deine Verbesserungsvorschläge vielleicht doch den Leuten schmackhaft machen lassen. Und also ich hätte das beste Gefühl, wenn die Situation zwischen MK und dir von allen Seiten beleuchtbar gewesen wäre. Ich bin nicht so anti bezüglich ihr wie du. Und ich nehme an, ich werde euch einfach auf dem Laufenden halten. Und Öffi, also ich werde dir mal, schätze ich, schicken, welche Themen im Forum mir absolut wichtig erscheinen, dass du sie bearbeitest. Eigentlich ja jedes. Aber eins besonders. Und wahrscheinlich wäre gut, mal genauer zu sprechen, um meine Orientierung in die besten Bahnen zu lenken. Ja gut, ansonsten bin ich scheinbar recht weiß ich nicht genau, wie ich das in Worte fasse, was jetzt in Verwirrung geraten ist in mir, und gebe mal wieder weiter. Danke. Ihr hört mich. Da sind noch Mikros an. Ihr hört mich. Ja, alle Mikros aus. Ja, Luis, ich bin natürlich total neugierig, was du da für Erfahrungen machst. Ich will dir also das nicht abreden, sondern ich freue mich. Dylan, dein Mikro macht jetzt allerdings Aussetzer. Ich weiß auch nicht, was es ist, oder ob es nur bei mir ist, aber ich bin... Also im Moment kommst du nur abgehackt drüber. Wie ist es denn jetzt? Wie kommt es denn jetzt an mittlerweile? Besser? Jetzt besser? Ja? Und kommt nicht richtig rüber, der Ton. FF denkt, ja, Moment. Jetzt besser? Ja. Ja, da war vielleicht ein Wackelkontaktchen. Ja, und jetzt wieder alle Mikros aus, bitte. Jetzt bist du wieder weg. Jetzt bist du wieder da. Jetzt weg. Na, jetzt habe ich auch nichts gesagt. So, probieren wir es mal. Wenn es gar nicht klappt, ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht ist hier die Internetverbindung sehr schwach. Ich sitze hier auch auf einem anderen Platz als letzte Mal. So, also, ich versuche mein Glück. Also, übrigens, Antonia hatte was von Facebook geschrieben. Da ist mein Tipp, mal dort eine Facebook-Seite aufmachen, echte glückliche Kommunen. Und die würde ich nennen, wo steht das hier so? Freie Argumentekultur, Gemeinwohl, PDG, Partei des Gemeinwohls, Kommunen. So, also FRAG, GWW, PDG, Kommunen als der Weg zum glücklicheren Leben für alle. Denn ich habe ja schon immer angedeutet, dass wenn die Kommunen größer werden und dann vielleicht auch doch dann ein Tauschhandel stattfindet zwischen den Kommunen, dass man dann auch den Gedanken der GWW braucht, der Gemeinwohlwirtschaft, damit nicht der Kapitalismus, die Marktwirtschaft nochmal von vorne beginnt und das Übel nochmal von vorne beginnt. Aber so, was ich jetzt ja sagen wollte... Weiter große Aussätze. Große Aussätze im Ton zwischendurch.
Wie ist es denn, Luis, hörst du mich denn gut? Liegt es vielleicht an der Verbindung, die ÖFF hat? Luis, hörst du mich auch abgehackt? Also bei deinem letzten Redebeitrag ist mir das deutlich aufgefallen. Jetzt bin ich teilweise überrascht, wenn Öffi das sagt und frage mich dann immer, ob das stimmt oder nicht. Das könnte ÖFFs Verbindung sein. Vielleicht muss er mal sein Bild ausschalten. Genau, vielleicht hilft das, damit die Leitung bei ihm besser wird. Denn ich habe jetzt nichts anders als vorhin. Ja? Ich kann nur hoffen, dass der Empfang auch genauso gut ist. Also ich mache einfach mal weiter und der ÖFF hat jetzt sein Bild abgeschaltet und ich hoffe, das funktioniert. Und alle bitte wieder die Mikros abschalten. Auf jeden Fall wollte ich jetzt ja schildern, also wie gesagt, die Frack GWW PDG Kommune, das würde ich als den Namen sehen, das ist der Weg zum glücklichen Leben über die Kommune. Und die GWW und die PDG, die Partei des Gemeinwohls, ist der Weg, das im Staate zu versuchen hinzukriegen. Allerdings, wie gesagt, wir scheitern an den Menschen, die ihr dahin vegetieren, für Leben halten und deswegen keinerlei Veränderungsbedarf sehen und deswegen eigentlich auch gar nichts machen wollen. Ne? Ja. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zu Antonia und Luis. Also jetzt stelle ich mir mal vor, Antonia und Luis hätten sich in der Hausarztkommune ihres Hausarztes kennengelernt, bei den Massagekursen und den Kuschelpartys, und aus Antonia und Luis wäre ein großes Liebespaar geworden und so weiter. Dann geht der nächste Schritt so weiter, dass jetzt eigentlich Luis und Antonia durch die Dörfer und Gemeinden ziehen würden und nette Frauen ansprechen würden. Denn die nächste, die jetzt gefunden werden müsste, ist eine Frau. Wir Biologen gehen ja davon aus, dass alle Frauen eigentlich, wenn sie gesund wären und nicht unterdrückt werden und verklemmt wären, eigentlich hundertprozentig bisexuell sind, so wie die Bonobo-Frauen. Und dass deswegen dann eigentlich jetzt die Antonia eine Frau finden muss, die sie lieb haben kann und die zugleich der Luis lieb haben kann. Und danach suchen die drei, wenn sie dann schön in Liebe sind, suchen sie einen Mann, den alle drei ein bisschen lieb haben kann, sogar der Luis irgendwie wenigstens gerne haben kann als Mann, aber die Frauen vielleicht auch richtig lieb haben können. Und danach geht's wieder darum, dass diese vier die nächste Frau suchen. Und so geht's weiter, bis wir ungefähr 100 Leute haben. Die restlichen 20 sollte man für die Kinder Platz lassen, ne? In der Kommune. Und dann ist das ein lustvolles Leben, ein wirklich glückliches Leben aus biologischer Sicht. Und das ist dann wahres Leben, und dagegen ist unser Dahinvegetieren mit ab und zu mal irgendeine Liebesbeziehung und so weiter, dagegen ist das einfach nur kalter Kaffee und total frustrierend, ja. Ich habe sowas ansatzweise ja erleben dürfen in der von mir aufgebauten Kommune, und ich kann euch sagen, das ist paradiesisch, wenn man auch nur Ansätze von diesem, was ich eben so nannte, diese urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommune sozusagen mit, wie ich habe ich es eben genannt, die Frack-GWW-PDG-Kommune, ne? Wenn sowas stattfinden würde, dann würde Lebenslust beginnen. Und der ÖFF, der sieht ja das Schenken in der Kommune als einen ziemlich selbstlosen Akt im Sinne der Immunzellen oder der Körperzellen, die selbstlos gegenüber dem Restorganismus handeln. Ich bin ja nun mal Naturwissenschaftler und wir neigen dazu zu sagen, nö, das ist einfach so, die Bonobo-Männer schenken den Frauen und Kindern Nahrung, und die Frauen schenken ihre Liebe. Das ist einfach nur ein faires Geschäft aus biologischer Sicht. Das ist ein faires Geschäft. Man könnte auch sagen, manche würden auch sagen, die Männer geben den Frauen die Nahrung und die Frauen bezahlen die Nahrung mit Liebe. Aber man kann es auch schenken nennen, also weil es ist ja keine direkte, es ist ja kein direktes Tauschgeschäft, sondern die Männer schenken einfach
und gucken dann einfach mal, wie viel Anerkennung und Liebe von den Frauen zurückkommt. Aber wehe, wenn nicht genügend Liebe von den Frauen zurückkommt, dadurch endete nämlich der urmatriarchale pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus vor 400.000 Jahren, nämlich als die Frauen durch die Unterdrückung der Sexualität ausgehend von den vorteilbringenden Irrtümern der Tauschhändler, der Nahrungshändler und so weiter, als die Frauen anfingen, ihre Sexualität zu unterdrücken und auf der Flucht vor der Sexualität zu sein, ja, da fühlten die Männer sich nicht mehr geliebt und stellten ihre Geschenke ein und fingen an zu verkaufen, ne? Und nur noch Geschäfte zu machen und fingen vor allem an, auch patriarchal sich gegen die Frauen zu wenden. Also ich glaube, meine Überzeugung als Naturwissenschaftler, dieses Geschäft, die Männer schenken den Frauen und Kindern und die Frauen schenken ihre Liebe, dass, wenn dieses Geschäft durch den Tauschhandel unterbrochen wird, durch die vorteilbringenden Irrtümer der Tauschhändler, die die Liebe unterdrücken und die Frauen verklemmt machen und dazu bewegen, auf die Flucht vor der Sexualität zu gehen, das ruiniert diesen gelingenden Bonobo-Schenker-Kommunismus und dann hören auch die Männer auf, sehr schnell zu schenken, und genau das ist der Weg in das Patriarchat gewesen. Und dadurch endete dann das Matriarchale und das Patriarchale dominierte die Welt. Ja, also ich hoffe, liebe Zuschauer, dass, wenn Sie dieses Bild einer glücklichen, liebevollen Bonobo-Schenker-Kommune, ja, und mit Singen, Tanzen, Musizieren jeden Tag und mit Massage und Kuschelpartys und Liebe und Sex und so weiter und als Männer vielleicht jeden Abend mit einer anderen Frau der Kommune Sex, als Frau jeden Tag mit anderen Frauen der Kommune Sex, mit anderen Männern der Kommune Sex, irgendwann sogar so, dass sie ihnen als Mann der Sex sogar langweilig wird, weil sie so viel davon haben, dass sie mal eine Pause brauchen. Ja? Das ist genau doch das Gegenteil der bisherigen Vorstellung. Mick Jagger hat doch die bisherige Vorstellung erlebt. Er hat gesungen, I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Also ich sehe die Mädchen vorbeilaufen in ihrer sexy Sommerkleidung. Ich muss meinen Kopf wenden, bis meine Dunkelheit, meine Depression vorbei ist, dass ich die nicht kriegen kann und so weiter. Das ist dann vorbei, ja. Und Mick Jagger hätte diesen Text nicht mehr schreiben brauchen, ne? Und ja, ich hoffe, es ist mir gelungen, ein bisschen dieses Bild zu zeichnen. Und im nächsten Beitrag, das blende ich jetzt schon mal ein, werde ich nochmal auf was ganz anderes eingehen, nämlich dass Maybrit Illner eine realistische Talkshow-Themenstellung zum Thema Klima gemacht hat. Und das können nur wir lösen, aber ich blende es schon mal ein für die nächste Geschichte und ich gebe weiter an unseren Geisteswissenschaftlern im Bunde. Das war jetzt die naturwissenschaftliche Glücksperspektive und vielleicht kann Öff den Leuten ein Glücksversprechen machen aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive. Und die da kann sich entweder ja jeder aussuchen, was er möchte, oder beides zusammen genießen sozusagen. Ich gebe weiter und stelle mein Mikrofon aus. Ja, danke an die Vorredner. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet. Aus meiner Sicht wird die Kultur der Zukunft eine sehr freie Kultur sein, wo die Menschen sich auch mit ihren biologischen Bedürfnissen möglichst erfüllend ausleben können sollen. Essen, trinken, ästhetisches Naturerleben, Freude an der Blume, die man riecht, Sexualität, alles das. Auch künstlerisch handwerkliches, der Louis und der Dylan, die sind ja auch Musiker, also all diese auch sinnlich-emotionalen Entfaltungsmöglichkeiten, kreative Möglichkeiten, sollen natürlich so frei wie möglich den Menschen zur Verfügung stehen. Und das soll natürlich auch etwas sein, was diese Zukunftslebensweise attraktiv macht. Ich kann mir aber vorstellen, dass so wie für mich, eben auch für andere,
Am wichtigsten ist, dass man miteinander frei und offen reden und die Erkenntnis so weit wie möglich gemeinsam ausdehnen möchte. Das Geistes- und Seelenleben halt. Und insofern sehe ich das alles vom formalen Ablauf her locker. Der Dylan beschrieb also eine Reihenfolge, wie sich das entwickeln kann, wie Männer Frauen suchen, Frauen und Männer dann weitere Frauen und Männer und so weiter. Ja, aus meiner Sicht können die sich auch einfach hinsetzen und was weiß ich, vielleicht bildet sich ein Pärchen und mit anderen Leuten lesen sie nur gerne gemeinsam Bücher. Also können sie alles machen, dann wie ihnen das erfüllend erscheint. Hauptsache, die Verbundenheit untereinander ist stark genug, dass sie sich so als Menschheitsfamilie verstehen, dass sie freie Argumentekultur hinbekommen und das geschwisterliche Teilen sowohl der Entscheidungsrechte als Mensch, als Konsensdemokratie, also mit der Weite auch, dass die Kinder der Zukunft alle auch als gleichermaßen stimmberechtigt eingestuft werden. Und dass man zu menschheitsfamiliärem Teilen auch in der Lage ist. Und das familiäre Teilen ist anders als irgendwelche Geldgeschäfte noch machen und so weiter, auch Tauschgeschäfte. Das familiäre Teilen, also wer das Glück hat, noch zumindest in einer Kleinfamilie wirkliche Familie zu erleben, der erlebt, was ja auch berühmt berüchtigt ist als das familiäre oder geschwisterliche Teilen. Man fühlt sich so verbunden, dass bei dem, was man für die anderen tut, ja, man es tut, weil man sich als Einheit sieht, die anderen sind ein Teil von mir, ich bin ein Teil von ihnen. Ich will einfach das tun, was dem Ganzen so am meisten gut tut. Und ich brauche keine direkte Gegenleistung oder schon gar nicht da die Kontrolle oder die gewaltsame Kontrolle, da jetzt eine Gegenleistung zu bekommen, die ausgleichend oder für mich profitabel ist. Brauche ich nicht, weil die Verbundenheit, die Einheit, das Vertrauen zueinander ist so, dass so wie ich das tue, was für alle gut ist, so habe ich auch die Zuversicht, dass die anderen einfach tun, was für alle gut ist und ich auch das, was ich brauche, von ihnen einfach bekomme, ohne dass die jetzt erstmal abrechnen mit mir, ob das sich aufrechnet. Ja, also, und das ist ja, ich bin halt auch ganz locker eben, ne, zum Beispiel Königreich Deutschland und anderes, also ich sehe diese Radikalität der freien Argumentekultur noch nicht. Ich sehe diese Menschheitskonsensdemokratie, also diese Menschheitsfamilie, die im Bereich Entscheidungen so Menschheitskonsensdemokratiemäßig eingestellt ist und im Bereich des Wirtschaftlichen so die Modelle mit dem freien Teilen, familiären oder geschwisterlichen Teilen so verwirklicht, sehe ich bei Ihnen noch nicht. Wenn die dafür offen wären und würden sagen, ja, das kann man als eine Schiene betrachten, das, was Sie da machen und das, was Schenkerbewegung da ja auch vorschlägt, ja, dann bin ich doch immer begeisterungsfähig für sowas. Und ja, also alleine schon eben freie Argumentekultur und dass, wenn Konflikte da sind, dass man dann andere geeignete Leute dazu nimmt, um die Argumentequalität immer besser beurteilbar zu machen. Also dass keine Willkürbestimmungsrechte irgendwie sein dürfen, dass keiner, weil er der Gründer oder ein König oder ein Erleuchteter oder was auch immer ist, dann gegen diesen bestmöglichen Argumenteklärungsprozess da reinhauen kann. Alles extrem spannende Sachen, wo ich total gespannt bin, eben auch, Louis, wie sich das dann entwickelt, wenn du da den Kontakt aufnimmst und solche Vorschläge machst. Also musst du gar nicht sagen, hier, das und das und das ist bei euch. Man kann einfach sagen, hier, das und das ist das positive, konstruktive Programm, wofür wir stehen. Kann das in seiner nötigen Freiheit in eurem Rahmen Wirklichkeit werden? Ja, okay, ich denke mal, damit belasse ich es jetzt und gebe erstmal weiter. Waltraud, willst du was sagen? Nein. Waltraud will weiter zuhören, dann ist der gute Louis wieder dran. Ja, danke schön. Also dann würde mich natürlich genau interessieren, wie der Freiraum sein müsste, wie sehr sie im Königreich selber was anderes als Impuls hätten, aber wie stark die Freiheit für die Schenker-Bewegungsphilosophie Auslebungsmöglichkeiten sein müssten. Also ich habe so verstanden, dass auf alle Fälle Raum für Argumente ist. Ob sie dann allerdings ausgewählt werden, ist die Frage, die besten. Und mich würde nochmal sehr interessieren,
Ja, du weißt ja, wen ich jetzt meine mit der anderen Version von Staatsaustritt, Öffi. Was du da denkst, also ob das hier der richtige Rahmen ist, sonst könntest du mir kurz sagen, dass ich da jetzt nicht weiter drüber spreche. Sonst würde ich nochmal, was ich verstanden habe an Unterschieden und an Vorgehensweisen und so weiter, nochmal hier schildern. Darf ich? Ja, also mein Tipp ist, mach doch solche Dinge anonymisiert. Dann kannst du doch alles auf den Tisch bringen. Ja, Denke also wir immer haben jetzt eine dran, Lohn. Luis, denke immer dran, dass YouTube wegen jeder Kleinigkeit sperrt. Ne? Es muss alles im erlaubten Bereich sein, wobei das nur YouTube sagt, was erlaubt ist. Du weißt ja, über welche Themen wir gar nicht sprechen dürfen hier heute. Also ich habe eine Ahnung. Ja, also versuche ich es mal, Dylan, oder wie? Also diese Person hat anscheinend ebenso wie Öffi seinen Personalausweis zurückgeschickt und das alles schriftlich sehr detailliert begründet und hat dann ebenso wie Öffi, nehme ich an, den Personalausweis zurückgeschickt bekommen mit der Behauptung, das würde nicht funktionieren. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass Öffi dann zurückgeschrieben hat, ja, mir ging es jetzt nicht so sehr um eine Einschätzung, sondern ich wollte es nur mitteilen. Und das hat die andere Person nicht gemacht, fand es aber scheinbar nicht wesentlich, da sie ja alles begründet hat in ihrem Schreiben und hat dann scheinbar den Personalausweis in ein Mosaik verwandelt und macht aber nach wie vor Steuererklärungen und ich nehme an, hat ein Konto beziehungsweise verfügt über Konten. Und ja, die Person hat noch einen Reisepass mit einem selbstgebastelten Stempel und unterschrieben, dass es nur zur Identifikation ist. Ja, und die Person hat aus meiner Sicht mal auch irgendwie die Geschichte anders erzählt. Und Öffi kennt die Geschichte auch noch mal anders, was ich natürlich interessant finde, aber vielleicht ist meine Erinnerung nur nicht korrekt. Und bei der Gelegenheit fällt mir dann ein, Öffi, bitte stell doch Terranea dar. Also, wir haben jetzt Deutschland276.de, die ihrer Meinung nach mit dem völkerrechtlichen Akt der verfassungsgebenden Versammlung 2015 und 2016 einen im Gegensatz zur BRD angeblich rechtmäßigen Staat nach Völkerrecht geschaffen haben. Und eine weitere Alternative ist dann eben das Königreich Deutschland. Die sehen das so, dass auf ihren Territorien die deutsche Polizei keinen Geltungsbereich mehr hat und auch schon sehr lange nicht mehr zu Besuch war. Und im Rahmen von Corona und, ach, Entschuldigung, ja, also im Rahmen von diversen, unterschiedlichen möglichen Freiheiten, die man so hat, ist es interessant. Also das Königreich scheint einen recht handfesten Status zu haben, der als Alternative zumindest mehr Freiheiten genießt, als was mir so bekannt ist. Und das finde ich auf alle Fälle sehr interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass zumindest für Leute, denen halt gewisse Freiheiten sehr am Herzen liegen, sowas ein gutes Argument sein kann, auch wenn andere Sachen vielleicht ein bisschen unklar sind. Ja, warum man dann, wenn man jetzt die Wahl hat zwischen den bekannten Alternativen, ja.
Naja, also ich glaube, damit bin ich fertig und ich hoffe, YouTube und ich bleiben Freunde und Dylan und ich sowieso. Okay, ich gebe weiter. Danke. Was merkwürdig ist, dass Luis am Ende sehr gut zu verstehen war und zwischendurch kaum. Was ist da am Ende anders als am Anfang oder in der Mitte? Ja, ich mache weiter mit Augenblick. Ich habe jetzt zu laut gesprochen. Ich muss wieder zurückgehen. Ja, das springt auch von selber zurück. Das ist gut. Ja, also erstens mal Königreich Deutschland, Luis. Ja, schau doch einfach, ob du da, wenn du dort bist und vielleicht ein bisschen länger dort bleiben kannst, wirklich strahlend, wirklich glücklich dort bist. Also für mich hat dieser Peter, ich habe ja Videos von dem gesehen, der ist so voll Irrtümern, dass ich da eigentlich gar keine Perspektive sehe, ne? Aber die Frage ist halt, ist wirklich so, dass für das wirklich Gute wirklich keine Menschen zu finden sind? Ist es wirklich so? Ja, denn diese 56% für Gemeinwohlwirtschaft, die gab es ja nur in einer Vorstellung, als hätten jetzt die Fernsehsender alle über die Gemeinwohlwirtschaft berichtet und alle würden ständig Talkshows darüber machen und alle Wähler wüssten darüber Bescheid. Ja, dann würden das 56% wählen, aber man kommt ja gar nicht dahin. Ja, also die Medien tun ja alles, um neue Parteien und neue Konzepte zu verschweigen und totzuschweigen. Und über die Gemeinwohlökonomie hat das ZDF gerade mal zwei Sätze zugelassen, so in letzter Zeit, obwohl das Europäische Parlament, die Grünen, die SPD und die Linken darüber diskutieren. Aber man sieht also, die Gesellschaft besteht nach wie vor aus zwei Gruppen, nämlich aus denen, die quasi voll des Neides sind und den Reichen am liebsten eine reinhauen würden, und die wählen dann die Linke, die SPD und vielleicht auch noch manchmal die Grünen. Und die anderen, die wollen weiterhin gnadenlose Geschäfte auf Kosten der Menschheit machen, Zucker verkaufen, Alkohol, Tabak und so weiter, wollen den freien Markt, wollen den Neoliberalismus weiterlaufen lassen und weiterhin so das Leben der Welt und die Erde zerstören, ja? Und nur diese beiden Sachen werden gewählt. Warum? Weil die Diktatur der Sparten, weil die verschiedenen Sparten so viel vorteilbringende Irrtümer in die Gehirne gepumpt haben, dass Osho hat das dann genannt, dass der Mensch von heute eben wahnsinnig sei. Ja, wie kann er anders sein als wahnsinnig, wenn er von 100 Sparten mit Hunderten von vorteilbringenden Irrtümern durchmanipuliert wird und geisteskrank gemacht wird oder geistig verwirrt gemacht wird, dann ist er eben wahnsinnig. Und die Wahnsinnigen, die denken dann nur an zwei Dinge. Entweder Neid und jetzt hau ich den Reichen mal einer rein, ja, anstatt zu merken, dass wir die in der Kommune brauchen. Die Fähigen brauchen wir auch in der Kommune, nicht nur die Unfähigen. Und und die anderen, die finden es gut, wenn dieser Marktradikalismus weitergeht und Geschäfte auf Kosten der Erde gemacht werden. Ja? Und jetzt lese ich das vor, was eingeblendet ist. Beschäftigte sich Maybrit Illner in ihrer Sendung mit dem wohl drängendsten Thema der Koalitionsgespräche. Wie soll der Umbau Deutschlands in eine klimaneutrale Industriegesellschaft mit all den damit verbundenen Milliardeninvestitionen finanziert werden? Ja, also da wird endlich mal die Wahrheit gesprochen, immerhin von Maybrit Illners oder über Maybrit Illners Sendung, nämlich dass eben von vornherein klar war, dass das eine Milchmädchenrechnung war, zu denken, dass der Klimaumbau sogar ein wirtschaftlicher Gewinn sein könnte. Natürlich ist er das nicht. Kohlekraftwerke, die für Milliarden und mit viel Energie gebaut wurden, müssen ja schließlich teuer abgerissen werden und zerstört werden und so weiter. Und stattdessen muss ganz Deutschland mit Sonnenkollektoren bedeckt werden oder rundum mit Windrädern gepflastert werden. Und das kostet natürlich Unsummen. Ja? Das sind riesige Summen. Und deswegen braucht es ja auch das Wirtschaftswunder der Partei des Gemeinwohls,
Schulz, der PDG, von 500 Milliarden Euro jährlich, um so etwas überhaupt finanzieren zu können, und dann den Deal, eben, dass die anderen Staaten der Welt dieses Wirtschaftswunder eben nur dann bekommen, wenn sie im gleichen Tempo wie Deutschland auch aus CO2 aussteigen. Ja. Aber es ist schon mal sehr wertvoll, dass überhaupt da quasi bei GMX die Sendung von Maybrit Illner so zusammengefasst wird, wie soll der Umbau Deutschlands in eine klimaneutrale Industriegesellschaft mit all den damit verbundenen Milliardeninvestitionen finanziert werden? Diese Frage ist die einzig richtige, und Fridays for Future und Scientists for Future und Extinction Rebellion und die Grünen und die SPD und die FDP werden das nicht finanzieren können, weil ihr die Kompetenz der Partei des Gemeinwohls, der PDG, fehlt. Und damit die Fähigkeit, diese 500 Milliarden jährlich an Plus zu erwirtschaften, aus denen heraus man das finanzieren kann. Und ich bleibe bei meiner These, dass die Diktatur der Sparten daraus besteht, dass die NGOs, ich habe ja letztens mit Greenpeace-Leuten gesprochen und mein Eindruck war ganz klar, niemand interessiert sich weniger dafür, die Umwelt dauerhaft zu schützen, als Greenpeace, jetzt mache ich gerade einen Fehler hier, weil letztendlich sie nur dann weiterhin gute Spenden bekommen, solange sie den Leuten sagen können, seht ihr alles, was geschieht auf der Welt, und trotzdem geht's der Umwelt noch so schlecht, also spendet wenigstens ihr uns Geld. Und dann ist das Einkommen der Greenpeace-Mitarbeiter dieses kapitalistischen Konzernes gesichert, ja. Aber deswegen, als ich die Leute angesprochen hatte, die hatten null Interesse an Lösungen für das Thema des Umweltschutzes, genauso wie Extinction Rebellion, null Interesse, und Fridays for Future, null Interesse an den Lösungen des Klimaproblems hatten, sondern mehr an der Spendenbüchse, war jedenfalls mein Eindruck. Ja, und vielleicht, das ist also das Dilemma. Ja, aber wie gesagt, ich schließe ab so mit der großen Frage, ist es vielleicht so, dass Osho recht hat, Osho Bhagwanshi Rajneesh, einer meiner Lehrer, recht hat darin, dass die Menschen einfach wahnsinnig sind und eben durch die Diktatur all der verschiedenen Sparten mit ihrem, Diktatur heißt ja nur das Sagen haben, mit all ihren vorteilbringenden Irrtümern, die sie ständig sagen und die sie ständig in unsere Köpfe hineinsagen, diktieren, ja, und die dann also quasi als Wahnsinn in unseren Köpfen ist, weswegen wir eigentlich dann sozusagen sagen, ist ja alles richtig, wir wollen nichts ändern, es ist ja alles in Ordnung, und kommen wir da gar nicht gegen an. Wir haben ja schon früher die Frage gestellt, ist vielleicht der Kapitalismus einfach stärker als wir alle zusammen, und das läuft jetzt immer so weiter, ein Schrecken ohne Ende, ein Leiden ohne Ende. Ja, ich habe letztens gesagt, um das noch zum Schluss zu sagen, ja, der normale Bürger sagt, ist doch alles in Ordnung. Och, und das bisschen Weltkrieg, wenn wir jetzt wieder so einen Hitlerkrieg kriegen mit 60 Millionen Toten, ist ja auch nicht schlimm. Ach, und die paar tausend Selbstmörder und die paar tausend Krebstoten und die paar tausend Übergewichtigen und all die, ach, ist doch alles nicht so schlimm, uns geht's doch gut und es ist doch alles in Ordnung. Ist das die Grundhaltung der Menschen? Können Antonia und Louis wirklich nichts erreichen, wenn sie durch die Städte gehen und den Leuten sagen, hier ist der super Weg zur super glücklichen Kommune und hier kannst du mitmachen und hier ist alles tausendfach glücklicher als draußen. Lassen sich da wirklich keine Leute finden? Ich gebe weiter an unseren Geisteswissenschaftler, an Diplom-Theologen Jürgen Wagner und mache mein Mikro wieder aus. Ja, danke an die Vorredner. Bei mir ist dezente Musik aus der Telefonkonferenz zu hören. Das spricht wahrscheinlich dafür, dass die Waldraut entweder rausgefallen ist oder zu müde geworden ist und sich verabschiedet hat auf diese Art und Weise.
Okay. Ich gehe auf ein paar Punkte ein. Ja, Luis, es gibt verschiedene Umgangsweisen mit dem Thema Staatsaustritt. Es gibt Leute, die Öffne nur sagen, eine kleine Bemerkung. Ja, vielleicht ist ja auch Waltraud eben, ja, vielleicht dem normalen Menschen, der will vielleicht gar nichts davon hören, dass er nur dahin vegetiert bisher und findet vielleicht die ganzen anderen Weltsichten einfach nur erschreckend, ja, unsere Zukunftsbilder. Ne? Vielleicht ist das auch ein Grund. Ich mach ja, weiter. natürlich. Das kann immer sein. Nur Dylan und Luis, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich bin ein wahnsinnig harmonieorientiertes Wesen. Das heißt, ich denke mir immer erstmal die besten Möglichkeiten vom anderen und greife immer erstmal die konstruktivsten Brücken oder ja, Gemeinsamkeitsfeststellungen und gemeinsame Wege in Richtung zum Guten auf. Ne? Schon mit der Perspektive, was das am Ende wirklich rundum Gute ist oder das, was schon mal der grüne Bereich ist, in den wir eintreten würden, das sage ich schon auch dazu. Aber ich bin extrem harmoniebetrachtend und harmonieorientiert und Gemeinsamkeiten fördernd. Okay, aber damit komme ich zu einigen der angesprochenen Punkte. Wir gehen auch schon auf 9:45 Uhr, also von meiner Seite aus ist das schon so ein sachtes Einleiten dann eben auch der Verabschiedung. Also es gibt eine Menge Leute, die mit dem Staatsaustritt irgendwie so ja halb und halb oder auch drei Viertel oder wie auch immer umgehen. Das kann sein, zum Beispiel beim Personalausweis, ah, ich habe ihn nicht verlängert und habe bisher noch keinen Ärger gekriegt. Oder es kann sein, ich habe meinen in der Schublade liegen und gehe da gar nicht mehr dran. Der ist schon so gut wie gar nicht mehr da. Ich habe meinen verloren und keinen neuen beantragt. Ich habe meins schon mal umgeschrieben. Ich habe da verbotenerweise Eintragungen gemacht, die der Staat als illegal betrachtet und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du das Smartphone mit der Musik noch etwas weiter weg vom Mikrofon tun, damit es für die Fernsehzuschauer nicht so laut ist. Natürlich, natürlich, das machen wir. Warte mal, ich mache es auch noch mal leiser, das wäre auch noch was, aber ich könnte es vielleicht auch ausmachen jetzt, weil wir gehen eh in die Schlussphase. Ich mach's mal aus. Wenn die im Waldraut wiedergekommen wäre, hätte sie jetzt wahrscheinlich schon wieder eingewählt. So. Genau, dann kann die Waltraud dich auch anrufen stattdessen. Vielleicht musst du dich auch neu einwählen. Das war bei Nee, mir nee. auch so. Was? Na gut, ich meine, jetzt für heute würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Ich sage noch die paar Dinge so und dann ist ja. Meinen sich sowieso die Endglocke schon angeläutet, so ein bisschen. Okay, also man kann alle diese Dinge machen und man kann natürlich abwägen jetzt, wie viel Prozent davon sind, wenn ein außenstehender Vernunftmensch oder Vernunftwesen, das grüne Männchen vom Mars oder wer auch immer, schaut auf die Situation und beurteilt die Umgangsweise mit dem Thema Staatsaustritt. Dann sind das eben so prozentuale Sachen, ne? Also inwiefern hat man damit schon etwas gemacht, was klare Verhältnisse schafft und was die Mittäterschaft aufhebt in einer verantwortbaren Weise? Oder wo ist das noch missverständlich oder so ein halb und halb, so ein unausgegorenes Ding? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich verwende meinen Reisepass weiter und die anderen, vielleicht kriegen sie es ja nicht mit, dass ich da was anders eingetragen habe, dann stellt sich schon wieder die Frage, inwiefern ist es Täuschung, wo man eigentlich ganz offen mit offenen Karten spielen müsste. Oder sogar, wenn sie es mitkriegen und gehen nicht dagegen vor, inwiefern ist das ein Verhalten, womit ich auf gute Weise die Alternative beanspruche und auch lebe? Also wir wissen ja, manchmal geht der Staat gegen etwas nicht vor, weil er noch einen Anteil an sich fügen mit drin sieht, der ihm wertvoll genug ist, um das auszunutzen, bis er irgendwann den Gürtel enger zieht. Ein gutes Beispiel war ja mit den Masken, dass da erst Leute gekommen sind und haben gesagt, oh, ich kann doch so ein Fischnetz auch nehmen, mir vors Gesicht hängen, hoho, den Staat mache ich lächerlich, indem ich da jetzt zwar das Gebot erfülle, Masken tragen. Aber ich mache das auf so eine Weise, die ja völlig absurd ist und so.
Ja, auf die Weise wurde dann diese Norm, Masken sind zu tragen, in einer ersten Phase kräftig durchgesetzt und dann kam jetzt ins medizinische Masken. Also man kann sich überlegen, inwiefern lässt man sich auf eine zweifelhafte Art und Weise in diese Gehorsamsspielchen mit ein, wo man nicht klar genug sagt, wie man eigentlich anders drauf ist und dass man sich nicht zur Zustimmung zu falschen Herrschern erpressen lässt durch irgendwelche Vorteile, die einem noch geboten werden. Also kurz und gut, ich sehe meine Rolle auch gar nicht unbedingt dann darin, den anderen hinterher zu karten und zu gucken, wie viel Prozent sind denn jetzt schon so, dass man sagen kann, ja, das ist der Widerstand oder ist das der Ungehorsam und wie viel Prozent sind so Taschenspielertricks oder gegenseitiges sich halb betrügen, halb zustimmen, womit man noch nicht so, ja, womit man aus dem Nebel noch nicht so richtig raustritt. Also soll jeder machen. Meine Sache ist, den positiven geraden Weg so beschreiben. Und ich denke, bei dieser Frage, inwiefern lässt man Menschen herrschen, die keine Verantwortungsreife haben, wie muss man sich dazu verhalten? Das kann man eigentlich gar nicht klar und deutlich genug machen, wie man da anders drauf ist, ne? Und dass man gar nicht irgendwelche Nebelspiele machen will, die die Klarheit reduzieren können. Okay, warum bin ich der Ansicht, dass Terranea die Lösung ist oder die beste von den vorhandenen Lösungskonzepten? Weil Terranea das Bündnis freier Menschen für freie Erde ist. Und wohlgemerkt, ich sage gleich dazu, Terranea wurde von jemandem gegründet, Jonathan, der mir früher auch mal da begegnet ist und da schon mit solchen Gedanken auch infiziert war. Und dann wollte er aber nicht gleich mit voll aussteigen, sondern hat dann eben so als Zwischenlösung dieses Terranea gegründet. Der Strukturansatz ist tatsächlich ziemlich gerade gedacht in der Richtung, die ich da als Strukturkonzept mir immer vorgestellt habe. Und zwar, also das Bündnis freier Menschen für freie Erde ist erstmal überterritorial. Das heißt, das ist wie ein Stamm unter Menschen, die solche Gesinnungsgenossen füreinander sind. Es ist nicht, wir leben im selben Ort, Land, was weiß ich, wir haben dieselbe Sprache, dieselbe Kultur oder sonst was, sondern es ist erst einmal Menschengeschwister. Wir haben diese Menschengeschwister-Einstellung. Ja, und dann kann man ja überlegen, was bedeutet das eben im Bereich jetzt der allein schon der Identitätskenntnis oder des Identitätsausdrucks eines Menschen. Also es sind dann keine von irgendeiner Herrschaftsmacht, irgendeinem Amt ausgedruckte Identitätspapiere, die vielleicht irgendjemand fälschen kann und dann sind sie eben vor den Ämterprüfungen gültig. Was ist, wenn du in eine Familie oder in einen Stamm kommst und du möchtest da von einem Menschen wissen, was du von ihm halten kannst? Wer ist das? Was ist das für einer? Wohin kann ich mich wenden, wenn ich mit dem was anfangen will oder wenn ich mit ihm Probleme habe? Und dann hast du keine anonymen oder Papiere, die du da, mit denen du hauptsächlich hantieren würdest, sondern du hast soziale Bezüge. Du hast Menschen, die miteinander und füreinander einstehen. Und wenn du mit einem ein Problem hast, dann gehst du an die sozialen Bezugspersonen ran, die für diesen Menschen und die Art, wie man mit ihm zurechtkommen kann, innerhalb der sozialen Gemeinschaft zur Verfügung stehen oder sich zur Verfügung stellen. Insofern ist das zentrale Prinzip des Identitätsausdrucks und der Identitätsgültigkeit die Bürgschaft füreinander unter solchen sozial verbundenen Menschen. Das ist die Basis der Gültigkeit von Identität und nicht nur einfach der Identität, also das ist jetzt der Franz oder der Fritz, sondern für den sozialen Umgang unter Menschen. Also wo, so wie wir ja sagen, hat man Probleme mit einem, muss man Konflikthelfer mit hinzuziehen können aus dem, ich sage mal, Stamm oder ich sage einfach mal der Entscheidungsgruppe. Man setzt ja voraus, es muss eine Entscheidungsgruppe geben, damit da überhaupt irgendetwas dann an Konflikten zu lösen oder Problemen zu entscheiden ist. Also man kann aus der Entscheidungsgruppe, der Dylan zeigt dir gerade wieder diese tolle Anzeige, ne? Das eigentliche Glück ist mit den Füßen abstimmen, nicht mal irgendwelche Wahlzettel ankreuzen, sondern dahin gehen, wo das glückliche Leben in seiner Substanz angeboten wird, also die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune, die genau das macht, was ich jetzt auch beschreibe. Der soziale Bezug
ist die reale Wirklichkeit, die lebendige Substanz, was alles dann vielleicht auch mit Papieren ausgedrückt werden kann, aber was nicht dadurch ersetzt werden kann. Und eine richtig gute, von unten funktionierende soziale Gemeinschaft, eine menschengeschwisterliche Gemeinschaft oder die Abläufe in einer guten Familie, das läuft dann so, wenn da zwei sich streiten, können sie andere dazu rufen, diese Konflikthelfer, notfalls mehr, notfalls bringt man es vor die Familie oder vor den Stamm, die Entscheidungsgruppe, und dann muss da notfalls eben auch eine Entscheidung dann rauskommen. Darüber hinaus, also Terania ist dann sehr offen, einfach für dieses, wir finden uns zusammen als diese globalen Konsensgeschwister und wir stehen nicht nur füreinander ein, also was da jetzt die Identität angeht und die soziale Umgänglichkeit, sondern wir stehen auch füreinander ein oder füreinander ein im Sinne von, wir sind solche globalen Konsensgeschwister. Das schließt nicht aus, dass dann darüber hinaus die Leute auch mit anderen unwichtigeren Kriterien Verbundenheitszusammenhänge erstellen. Also von mir aus auch der Ort. Ne? Von mir aus können sie sagen, wir haben eine Kultur, eine Sprache, ein Land, wir sind derselbe Trachtenverein oder Fußballverein oder was auch immer. Können sie alles machen? Ist ja auch ein Menschenrecht schon jetzt, Artikel 20 der Menschenrechte. Menschen können sich frei und friedlich zusammenschließen zu Organisationen. Aber es darf niemand gezwungen werden, einer Organisation anzugehören. Also das ist Terranea. Terranea ist einfach sauber gedacht der menschheitsfamiliäre Strukturbildungsansatz. Und da können andere Sachen nebenstehen, die jetzt ein bisschen unklarer sind, unausgegorener, nebulöser. Und man kann gucken, inwiefern geht es zusammen. Aber ich beantworte auch ganz klar deine Frage. Also jetzt zum Beispiel Königreich Deutschland, die könnten sagen, ja, wir sind offen für diese Gedanken. Wir hören uns das an. Wir überlegen das. Wir können sagen, diesen Traum können wir mitträumen, auch wenn wir das jetzt, du kennst ja die Definition auch von Verbündeten, ne? Auch wenn wir das jetzt nicht so umsetzen, sondern wir haben was weiß ich, noch unsere Unternehmen, mit denen Geld verdient wird. Wir haben unsere Versicherungsstrukturen und was weiß ich alles, ne? Wo wir Alternativen schaffen, die noch mehr so Übergangselemente sind vom jetzigen System in die menschheitsfamiliäre Zukunftsgesellschaft. Also wir träumen aber mit. Und, also jetzt ist der entscheidende Punkt, wenn jemand von euch hier bei uns im Königreich Deutschland jetzt einen Raum mit einnehmen möchte oder von uns gestellt bekommt, dann kann er da in dieser Richtung, in dieser Traumrichtung sich entwickeln, ohne dass das irgendwie manipuliert, verzerrt, runtergedrückt oder abgewürgt wird. Also wo wir in Schenker bewegen, sagen, okay, wenn man so einen Traum träumt, freut man sich ja, wenn er so weit wie möglich dann verwirklicht wird. Also das jeweils konsequentere oder radikalere ist besonders zu fördern. Und auf keinen Fall Knüppel da zwischen die Beine zu werfen oder das zu behindern oder verhindern. Da wäre dann Schluss. Da müsste man sagen, also wir suchen uns ja keine Zusammenhänge, die uns daran hindern, das nötige Richtige zu tun oder weiterzuentwickeln. Okay, aber das sind dann Dinge, ne? Da kann man ganz positiv hingehen und kann sagen, hier, diese schönen Sachen denken wir uns und wollen wir machen. Können wir das bei euch machen, wo ihr denkt, das ist bei euch ein Zweig, wo ihr euch freut, wenn er so kraftvoll und fruchtbar und weitgehend wie möglich sich entwickeln kann. Ja, Ganz kurz also mal bitte, das dazu. Was? Steffi, Ja, was schön würde denn laut. Knüppel, was würde denn Knüppel zwischen die Beine werfen genau heißen, dass sie keine Territorien zur Verfügung stellen? Ja, da müsste man im Einzelnen gucken. Also ich meine, man stellt sich ja irgendwie die Frage, wenn man sich miteinander verbindet oder sagt, man hat eine gemeinsame Richtung, wie geht man damit um? Also ich bin jetzt nicht der Regisseur, der am Reißbrett sitzt und alle Einzelheiten jetzt wieder vorgibt, ne? Also da weißt du aber auch, ich erwarte von allen, ich erwarte von denen, wenn sie sagen, sie verstehen da jetzt, was der Sinn der Sache ist und genauso von dir. Also ist ja nicht sinnvoll zu gucken, was kann ich alles an Minimalbedingungen rauskriegen, damit ich zum Königreich Deutschland gehören und was weiß ich noch irgendwie jetzt mein Vermögen behalten kann oder so. Sondern die richtige Einstellung ist ja, ich denke, wie der Öff-Öff jetzt einfach mit nach vorne. Inwiefern ist das ein sauberes Verhalten, was Fortschritt bringt, ohne mich selber, auch vielleicht sogar selber schuldhaft, auf ein niedrigeres Level zu reduzieren, klein zu machen, klein halten zu lassen, als das,
was aus meiner Sicht möglich und nötig sein könnte. Und das müsste man im Einzelnen sich anschauen, ne? Aber ich sage mal ganz klar, wenn die jetzt sagen würden, also entweder von euch können aber keine bei euch hier irgendwelche Freiräume haben für solche Entwicklungsmöglichkeiten, oder wir behalten uns vor, dass der Heilige oder hier dieses oder jenes Gremium euch jetzt dann Maßregeln und zurechtstutzen kann, wenn eine solche Gruppe von euch jetzt hier zu Ergebnissen kommt, die euch nicht gefallen. Also, und ohne sich einzulassen dann vielleicht auf diese freie Argumentekultur und den herrschaftsfreien Diskurs als Lösungsansatz und dann GKK, gewaltfreie Kommunikations- und Konfliktkultur, also Konflikthelfer, geeignete Konflikthelfer dazu nehmen, immer mehr und so weiter. Also, wenn die freie Argumentekultur und so eine Art mit Konfliktumgang nicht möglich ist, dann ist das eine Kette. Und da bringt es dann nichts zu sagen, ja, aber ich habe dann auch Vorteile, wie jetzt eben, da bin ich vielleicht in einer Nische gelandet, die der Staat jetzt nicht gleich so angreift. Nee, wir machen es ja nicht, um uns irgendwo eine ruhige Fluchtnische zu suchen, sondern wir machen es ja, um den Sinn der Sache so kraftvoll wie möglich vorwärts zu verwirklichen. Ja, also das sind jetzt so Gedanken, die mir dazu kommen, ne? Aber im Einzelnen ist das eine gemeinsame Aufgabe zu gucken, also was macht eine Verbindung mit anderen fruchtbar und was ist so, dass das ohne die Verbindung besser wäre, das Nötige oder Wichtigste zu verwirklichen. Ja, dabadam, gab es sonst noch was? Ich bin am Überlegen, Terranea habe ich im Wesentlichen erklärt, auch den Unterschied zu den anderen Strukturen. Ein paar Kriterien, wie man gucken kann, ob es fruchtbar ist, sich mit was zu verbinden oder nicht. Und ich bin eingegangen auf die Frage, wie sieht das aus, wenn die Leute so prozentuale Zwischenlösungen mit den Ausweisen und sowas da probieren, um weiter rechtliche Freiräume zu haben. Das ist in der Regel immer das Motiv, dass man nicht will, dass der Staat einem bestimmte Rechte, die er mit seinem Herrschaftssystem gewährt, entzieht. Inwiefern korrumpiert man sich, wenn man da halbe oder neblige Sachen macht, statt den klarsten, geradesten Weg? Oder inwiefern kann das okay sein als eine Zwischenlösung, die ja vielleicht auch Brücken bilden kann? Also ich bin da schon für alle Argumentationen aufgeschlossen, aber ja, man sollte es einfach nicht danach beurteilen, wo mache ich es mir jetzt schon wieder ein bisschen leichter oder sowas, sondern wo ist es vom Sinn der Sache her am besten gedacht? Ja, und damit haben wir sogar schon 10 jetzt. Also von meiner Seite aus, also wenn ihr jetzt nicht noch was ganz Heißes, Provozierendes gleich sagt, wo ich dann nochmal was zu sagen muss, wäre das von meiner Seite aus der Abschluss. Und ich danke euch und fühlt euch alle innig umarmt, ne? Konsensbrüder und Schwestern, und lasst uns die Revolution der Vernunft und Liebe kräftig vorantreiben. Ja, danke. Dann versuche ich es mal mit dem Provozierenden. Also, so wie ich das verstanden habe, hat das Königreich Deutschland jetzt ein eigenes Territorium. Und ich habe das so verstanden, es gehört zur Staatsgründung ein Territorium, ein Staatsvolk und noch was, möglicherweise der Gründungsakt oder sowas. Jedenfalls ist meine Frage, wenn jetzt so ein Territorium wie das Morgenhold, ich glaube im Gegensatz zu Dagelitz, ist das tatsächlich nicht nur irgendwie moralische Nutzungsrechte oder so, sondern einfach straight Besitz von einem Schenker-Verbündetenverein. Ob es eine Möglichkeit wäre, also das, also Terranea ist ja, hast du gemeint, überregional. Und ob es vorteilhaft wäre oder warum nicht, wenn man jetzt einen eigenen Staat mit Staatsgebiet ausrufen könnte und quasi entweder durch Selbststudium oder durch Hilfe von anderen Alternativstaatsbestrebungen, wenn man da jetzt genug Vertrauen hätte, das auszuprobieren. Da, wie gesagt, habe ich ja begründet, warum das KRD da interessant ist. Was du davon hältst, jetzt dann einen eigenen Staat, der regional ist, der territorial ist, auszurufen.
Und beim KRD scheint das so zu sein. Das ist jetzt nicht alles in einer zusammenhängenden Grenze, sondern man kann Gebiete, die vollständig abbezahlt sind, kann man hinzustiften. Das heißt, es gibt dann lauter Inseln in Deutschland, die vom KRD sind. Und die Hoffnung ist, dass irgendwann halt ganz Deutschland in das KRD übergewechselt ist. Und das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, wie man ohne Probleme seinen Besitz behalten könnte oder seine Staatsbürgerschaft oder was auch immer, oder eine Staatsbürgerschaft. Und ja, mir geht es nach wie vor darum, gut zu verfahren mit dem Besitz. Aber was es genau heißt, muss genau erforscht werden. Okay, damit gebe ich dankend weiter. Ja, Luis, vielleicht ganz kurz so erstmal. Luis, wenn wir schon nicht Menschen für eine Kommune finden, wie sollen wir dann Menschen für einen Ministaat finden? Vielleicht gilt wirklich das Gesetz, dass nur solche wenig kompetenten Dinge wie das Königreich Deutschland Menschen finden, weil sobald es ein bisschen freie Argumente kulturmäßig zugeht oder sonst wie, dann ist das, ja, vielleicht ist es wirklich so, dass wahnsinnige Menschen, die durchmanipuliert sind von den vorteilbringenden Irrtümern all der 100 Sparten der Gesellschaft, dass vielleicht für die auch nur wahnsinnige Lösungen akzeptabel sind. Also, Luis und Öffi, ihr solltet aus meiner Sicht viel mehr auch in dieser Sendung hier, auch wenn wir umgeben sind im Internet natürlich von sehr viel rechtsradikalen Leuten, die sich sowieso nicht für uns interessieren, ja. Aber die Frage ist doch, vielleicht solltet ihr beiden mehr werben um Leute. Schildert denen doch mal, was an ihrem Leben besser wird, wenn sie, ich habe ja vorhin versucht, so, wenn sie die zur naturwissenschaftlichen Lebensweise im Rahmen einer solchen Kommune neigen, was sie dann für Glückserlebnisse haben können. Und vielleicht müsstet ihr beide auch mehr schildern, was für ein großes Glück wartet, auch wenn man auch nur den, zum Beispiel in der Kommune den geisteswissenschaftlichen Weg wählt. Euphi hat es vorhin schon mal angedeutet, so wenn die Leute gemeinsam ein Buch lesen oder gute Gespräche haben und so weiter, ja, da doch noch mehr werben um Leute, denn ich weiß nur, dass damals die Leute alle nach Indien gefahren sind, weil Osho Bhagwan Sri Rajneesh halt in den Medien als Sex-Guru angekündigt wurde und alle Menschen, ja, wenn sie mal klar bei Verstand sind, ja einen Sexmangel empfinden und deswegen dann besonders gerne zu einem Sexguru reisen. Was haben wir zu bieten? Was habt ihr zu bieten? Was hat die ideale Kommune zu bieten? Und was hat eventuell dann ein entsprechender Ministaat zu bieten, außer dass es ein ewiges Gezacker wird? Denn ein Ministaat kann natürlich normalerweise von der Bundesrepublik Deutschland gar nicht geduldet werden. Natürlich können wir Gebiete, die unser Eigentum sind, da können wir machen, was wir wollen, bis zum gewissen Grade. Aber auch dort wird der Staat immer hineinregieren und immer hinein seine Polizei hineinschicken, egal ob wir behaupten, das sei unser Staatsgelände. Das wird den Staat niemals interessieren, ne? Denn das und das geht einfach im Rahmen eines Staates nicht. Und eine eigene Insel kaufen, ich weiß nicht, ob sowas noch geht in der Welt, ja. Also, von daher würde ich sagen, generell müssen wir uns fragen, können wir überhaupt Menschen erreichen? Oder sind die Menschen einfach so wahnsinnig, dass sie einfach weder für freie Argumentekultur noch für Wohlfühlstimme. Ach so, ich wollte doch erzählen. Übrigens, die Gemeinwohllobby, die hat jetzt Umfragen gemacht und was ist alles rausgestrichen? Natürlich die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung ist rausgestrichen. Das Ganze bewegt sich auf der Ebene eines Blablas und ich werde mich also weder jetzt kümmern um die Gemeinwohllobby noch um die Partei Die Basis Österreich. In Deutschland ist ja die Partei sowieso unterwandert
von der Rudolf Steiner Sekte und von den extremen Verschwörungstheoretikern. Also ich werde jetzt da nur noch zugucken und ich garantiere und wette hiermit um 100 Euro, ich hoffe, es hält jemand dagegen, dass die Basis jetzt sich in einem schleichenden Sterbeprozess befindet, die Gemeinwohllobby, dass aus der nie was wird, dass man nie mehr was von der hört, weil dort außer leerem Gerede nichts stattfindet. Und das alles, aber das Tragische ist, ich habe keine Garantie, dass für das wirklich Gute, trotz aller tollen Gespräche mit den Leuten, beim Musikmachen immer wieder, auch heute wieder ganz tolle Gespräche, aber ich fürchte, es macht niemand was, weil die Leute sagen sich, oh, ist doch scheißegal, es läuft doch alles gut, und lassen wir doch jetzt, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich so die Haltung der Leute. Lassen wir es doch einfach laufen. Ne? Ja. Und wie wollen wir das durchbrechen? Wie können wir werben, Öffi und Luis? Wie könnt ihr werben? Ich gebe weiter. Wir suchen ja das Ende. Ja, danke an die Vorredner. Und also es war jetzt nicht so provozierend, dass ich noch lange heute dazu weitermachen will. In der Sache ist natürlich spannend genug, aber da verweise ich ins Forum, wo wir da gut schriftlich drüber uns austauschen können. Luis, du siehst wahrscheinlich auch an meinem, was ich jetzt geschrieben habe, zu Emotionen und Vernunft. Ich nehme mir dann ruhig die Zeit, an einer Stelle mal richtig im Brocken so was dazu zu schreiben. Dann muss ich es nie wieder schreiben. Also in diesem Forum jetzt, ne? An anderen Stellen gab es ja auch schon solchen Austausch und es kriegt richtig Substanz, also soweit ich substanzfähig bin oder sein kann. Und genauso deute ich nur Überschriften an. Terranier ist deshalb nicht nur einfach ein anderer Staat, sondern eher ein Ersatz für Staat, weil das Staatskonzept nicht aufs Wesentliche gebaut ist, sondern auf unwesentliche Dinge und dahinter das Wesentliche dann verloren geht. Staat wird im Lexikon, wenn du anschaust, definierst als größere Gemeinschaft von Menschen innerhalb festgelegter Grenzen unter einer obrigkeitlichen Gewalt. Nicht einfach Gründungsurkunde oder so. Herrschaftsprinzip wird als das entscheidende Prinzip des Staats angesehen. Und Terranea will herrschaftsfrei sein, will Konsensgemeinschaft sein. Und das geht gerade auch von kleinen Gemeinschaften aus, nicht erst mit der großen Gruppe von Menschen. Und festgelegte Grenzen sind nicht das Bestimmende unter globalen Geschwistern. Und das sind die Dinge, die richtig gerade gerückt werden müssen. Genauso wie nicht die entscheidende Basis ist, Land frei zu kaufen, irgendwo in eine Stiftung reinzustecken, sondern zu sagen, Mutter Erde ist nicht käuflich. Also wenn wir jetzt wirklich mal die Dinge, die eigentlich richtig wären, denken, dann ist es das Schrecklichste, wenn wir, um irgendwas über die Runden zu retten, zum Beispiel irgendwelche Vermögenstitel oder so, wenn wir dann wieder in dieser halben oder dreiviertel oder vielleicht auch nur 5%-Logik sind, des Richtigen, sondern die richtigen Träume mal richtig vorwärts ins Richtige reinzuträumen. Darauf kommt es an. Und insofern, ja, also sind aber so große Fragen, dass wir die gerne bei einem der nächsten Talks noch weiter verfolgen können oder im Forum. Aber jetzt finde ich es gut, eben zum Ende zu kommen, auch weil bei mir 10 nach 10 der Biorhythmus schreit, die Familie will irgendwann schlafen. Von daher, also ihr seid nochmal von mir umarmt, ne? Und wir können uns verabschieden, aber lange kann ich jetzt heute nicht weiter über die Dinge sprechen. Alles klar. Ich gebe sozusagen an die Verabschiedungsrunde. Na gut, jetzt kommt aber mein super provokantes Statement. Also ich danke und wünsche gute Nacht und so weiter. Dylan. Ja, tschüssi, gute Nacht, bis bald. Und wie gesagt, denkt drüber nach, wie ihr noch besser werben könntet, aber vielleicht haben wir auch gar keine Chance, ja? Aber ich versuch's weiter. Tschüssi, bis zum nächsten Absolut. Mal. Tschüssi, Tschüssi. wir sind doch schon in dem Glück und in der Erleuchtung. Wir haben die höchste Chance schon ergriffen. Bis nächstes Mal. Tschüssi.